holen damit unseren Zeitverzug ein kleines bisschen auf. Im Moment ist es auch trocken, sodass das ganz gut passt und wir Ihnen die nächste Vorführung zeigen. Vielleicht noch kurz für Sie zur Information für den Tagesablauf. Es gibt diverse Flyer, da stehen unsere ganzen Programmpunkte drauf. Die bekommen Sie an den verschiedenen Ständen. Aber auch hier auf der Übungsfläche rechts von hier gesehen ist ein Aufsteller. Da stehen sämtliche Uhrzeiten für alle Vorführungen nochmal drauf. Sie können aber auch einfach jeden Uniformierten hier auf dem Platz ansprechen. Der gibt Ihnen entsprechend Auskunft zum einen, was es hier noch zu sehen gibt und wann die nächsten Vorführungen anstehen. Was wollen wir Ihnen jetzt zeigen? Wir hatten eben die Selbsthilfe angesprochen, also was können Sie machen im Falle eines Brandereignisses? Wie können Sie sich selber schützen? Wie können Sie sich selber helfen und anderen helfen? Das Ganze wird jetzt ergänzt durch die Arbeit der Profis und unsere Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, wir nehmen an, unser Holzhaus, das ein Wohngebäude darstellen soll, doch ist es zu einem Brandereignis im Erdgeschoss gekommen. Und bei diesem Brandereignis wird auch weiterhin eine Person im Erdgeschoss vermisst. Wir lassen die Vorbereitung jetzt ein bisschen anlaufen. Der Kollege aus der Leitstelle macht sich noch einmal bereit und wir machen jetzt noch einmal mit den Zuschauern die entsprechende Notrufabfrage für dieses Brandereignis. Ich würde gleich einmal rumgehen und mal fragen, ob es einen Zuschauer gibt, der sich noch mal zutraut, die Notrufabfrage durchzuführen. Wichtig ist, das, was ich eben schon mal erwähnt habe, das werden wir heute im Laufe des Tages noch öfter erwähnen, dass das Gefährliche bei diesem Brandereignis oder generell bei Feuern in Wohngebäuden nicht das eigentliche Feuer, nicht die eigentlichen Flammen sind, sondern die immense Rauchentwicklung, die schon mit wenigen Atemzügen unweigerlich zum Tode führen kann. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wenn das nicht möglich ist, auf die Feuerwehr zu warten und das bestenfalls in einem sicheren Bereich. Die Übung gleich wird durchgeführt von dem Grundausbildungslehrgang der Berufsfeuerwehr, der kurz vor seiner Laufbahnprüfung steht, ergänzt durch ein Rettungsmittel, einen Rettungswagen und weiterhin durch die Löscheinheit 11, das ist die Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben insgesamt 18 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die in ihren Ausrückebereichen tätig werden und die Berufsfeuerwehr entsprechend unterstützen und ergänzen. So, der Kollege aus der Leitstelle ist in Kürze fertig. Vielleicht da noch ein Hinweis zu dieser Notrufabfrage. Das Ganze läuft bei uns unter der Thematik standardisierte Notrufabfrage. Das heißt, die Fragen, die der Kollege aus der Leitstelle Ihnen als Anrufer stellt, sind in einem Computerprogramm hinterlegt. Und dieses Computerprogramm macht dem Leitstellendisponenten einen Alarmierungsvorschlag. Er schlägt ihm also vor, welches Rettungsmittel, welche Kräfteansatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem entsprechenden Ereignis, also entweder zu einem medizinischen Notfall, zu einer Hilfeleistung oder auch zu einem Brandeinsatz fährt. Es kann also gut sein, dass der Kollege eine Entscheidung trifft, die der Computer ihm vorher vorgeschlagen hat. Der Jörg ist soweit bereit. Wer möchte denn gerne mal einen Notruf absetzen? Ein Erwachsener vielleicht, der es noch nie gemacht hat. Och, trauen Sie sich. Beißt keiner. Wer möchte einen Notruf mal absetzen? Keiner, ein Erwachsener. Ja, er lacht. Ich bin guter Dinge. Jörg, wir sind bereit, du kannst loslegen. Gut, dann gehen wir davon aus, dass die Notrufnummer 112 gewählt worden ist. Notruf Feuerwehrrettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Das ist der Münsterplatz in Bonn. Auf dem Münsterplatz in Bonn. Ist das mitten auf dem Münsterplatz? Ja, das ist mitten auf dem Münsterplatz von dem Galeria Kaufhaus. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Thomas Rüegg. Herr Rüegg, was ist passiert? Weswegen rufen Sie an? Das ist ein kleines Holzhaus, aus dem starke Rauchentwicklung zu entdecken ist. Also das heißt, wir haben ein Feuer in einem kleinen Objekt oder in einem Haus. Was ist das? Das ist ein kleines Haus, einetagig aus Holz. Ja. Können Sie sehen, welcher Gebäudeteil da betroffen ist oder ist das das komplette Gebäude? Das ist das Erdgeschoss. Können Sie sehen, ob Personen in Gefahr sind oder verletzt sind? Kann ich nicht sehen, nein. Man kann auch Rauchentwicklung sehen. Ist unklar, okay, alles klar. Können Sie feststellen, ob da jemand eingeschlossen oder vermisst wird? Kann ich nicht sagen. Okay.
Gut, dann entsende ich jetzt die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die sind in wenigen Minuten bei Ihnen. Bleiben Sie bitte noch am Telefon. Ich kann Ihnen sonst noch weitere Tipps geben, auf was wir jetzt noch achten müssen zusammen. Prima, danke. Ja, wir danken Ihnen. Vielen Dank für, für das Absetzen des Notrufes. Jetzt ist immer ganz wichtig, der Teilnehmer bleibt noch am Telefon und wartet auf die entsprechenden Hinweise des Leitstellendisponenten, kann gegebenenfalls noch weitere Auskünfte geben. Und der Leitstellendisponent in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn hat jetzt die Feuerwehr alarmiert, die jetzt jeden Moment anrückt. Ich darf Sie bitten, hier vorne auf der Fläche ein kleines bisschen Platz zu machen, weil wir rücken jetzt mit insgesamt 3 Fahrzeugen. Einem solchen Brandereignis fahren, entstammt bei uns aus der sogenannten Alarm- und Ausrückeordnung. Das heißt, je nachdem, was der Leitstellendisponent für ein Stichwort gewählt hat, werden die entsprechenden Einsatzkräfte entsandt. Hier hat er das Einsatzstichwort Zimmerbrand gewählt, also Feuer in einer Wohnung, Feuer in einem Gebäude mit einer fraglichen Menschenrettung. Das sieht man hier, dass relativ viele Maßnahmen schon parallel anlaufen. Die beiden Kollegen in der roten Weste, also bei der Feuerwehr ist ganz viel mit Farben, die wir an den Einsatzstellen antreffen. Die zwei in Rot unterhalten sich jetzt. Das sind die beiden Fahrzeugführer der Löschfahrzeuge von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr. Die haben sich kurz abgestimmt, wer jetzt im Verlauf dieses Einsatzes welche Maßnahmen übernimmt. Im Vorfeld hat eine Erkundung stattgefunden, das heißt, einer der Führungskräfte hat das Gebäude umrundet, hat mal kurz reingeguckt, hat gegebenenfalls den Anrufer gefragt, um sich das erste Bild der Lage im Rahmen einer umfassenden Erkundung zu machen. Die Vorgehensweise sieht jetzt wie folgt aus, dass die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr hier der Löscheinheit Bonn-Mitte die sogenannte Brandbekämpfung zur Menschenrettung durchführen. Das heißt, sie bauen sich jetzt hier eine Schlauchleitung auf, ausgehend von einem Feuerwehrfahrzeug, schließen ihr Strahlrohr vorne an und werden gleich mit dieser Leitung in das Gebäude vorgehen. Die Kollegen sind geschützt durch Atemschutzgeräte, das heißt die gelbe Flasche, die Sie auf dem Rücken sehen, beinhaltet Atemluft. Und je nach körperlicher Arbeit, die die Kollegen durchführen müssen oder absolvieren müssen, reicht dieser Luftvorrat für circa 30 Minuten. Dieses weiße Tuch, was jetzt hier in den Türrahmen gespannt wird, ist ein sogenannter Rauchschutzvorhang. Sie müssen sich vorstellen, immer wenn die Feuerwehr ankommt und irgendwelche Türen öffnet, kommen die Brandgase aus der Wohnung unweigerlich in den Treppenraum. Wenn dieser Treppenraum verraucht, entfällt dieser als Fluchtmöglichkeit für eventuell zu flüchtende Personen. Um den Rauch in der Wohnung zu halten, wird der sogenannte Rauchvorhang gesetzt, sodass die kompletten Brandgase größtenteils in der Wohnung verbleiben. Die Kollegen haben angeschlossen, Wasser kommt aufs Rohr. Das heißt, ab diesem Moment, wo sie angeschlossen haben, atmen sie nur noch den Luftvorrat aus ihrer Flasche. Das heißt, sie sind komplett gegen die Brandgase geschützt. Es wird jetzt die sogenannte Türöffnungsprozedur durchgeführt. Das bedeutet, es wird geguckt, ob die Türe gegebenenfalls schon eine gewisse Temperatur aufweist, wie es dahinter aussieht, ob die Rauchschicht heiß ist oder nicht. Dafür werden verschiedenste Werkzeuge benutzt, zum Beispiel die Wärmebildkamera, mit der man durch den Rauch sehen kann, ein Handwerkzeug und eine Bandschlinge, um diese Türe möglichst gefahrlos zu öffnen. Parallel sind jetzt hier weitere Kollegen eingetroffen, diesmal dargestellt vom Grundausbildungslehrgang der Berufsfeuerwehr. Diese nehmen jetzt parallel die taktische Ventilation vor. Sie müssen sich vorstellen, wie bei diesem relativ kleinen Objekt haben wir sehr viele Rauchgase. Um aber auch der Feuerwehr möglichst eine
schöne Vorgehensweise zu ermöglichen, bei entsprechender Thermik, bei entsprechend wenig Rauchgasen und wenig Temperatur, setzen wir an solchen Einsatzstellen immer bei einer entsprechenden Lüftungsmöglichkeit unsere mitgebrachten Lüfter ein. Das ist dieses rote Gerät, was Sie hier vorne rechts vor der Türe sehen. Sie müssen sich das vorstellen wie ein überdimensionaler Föhn. Mit diesem großen Lüftungsgerät blasen wir einfach die Brandgase aus dem Gebäude heraus. Oberste Prämisse ist jetzt natürlich die Menschenrettung. Ein Trupp ist bereits ins Objekt vorgedrungen und sucht dieses jetzt nach möglicherweise in Gefahr befindlichen Personen ab. Wir haben auch keine Rückmeldung aus dem Objekt bekommen. Wenn man aber mit einer entsprechenden Menschenrettung rechnet, ist auch parallel immer der Rettungsdienst mit alarmiert. Das sind die Kollegen, die Sie hier rechts von Ihnen in den gelben Uniformen sehen. Diese stammen von einer Hilfsorganisation oder von der Berufsfeuerwehr, die auch ebenfalls mit im Rettungsdienst tätig ist. Unsere Prämisse bei der Feuerwehr ist es, dass wir mit 10 Einsatzkräften in 8 Minuten nach der Alarmierung vor Ort sind, um die entsprechenden Maßnahmen einleiten zu können, und weitere Unterstützungskräfte insgesamt 6 nach weiteren 13 Minuten nach Alarm vor Ort sind. Also das, was Sie hier sehen, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Normalerweise würden deutlich mehr Kräfte zu diesem Brandereignis ausrücken. Wir haben aber aufgrund der Enge hier auf dem Münsterplatz einen deutlich geringeren Kräfteansatz gewählt. Es ist zum Beispiel keine Drehleiter dabei und keine weiteren Fahrzeuge, weil wir hier die entsprechenden Platzverhältnisse berücksichtigen müssen. Jetzt kommt der Trupp aus dem Gebäude raus. Der Angriffstrupp hat eine Person vorgefunden und hat diese aus dem Objekt gerettet. Diese wird jetzt an der Grenze dort dem Rettungsdienst übergeben. Und der Rettungsdienst übernimmt die komplette medizinische Versorgung der Person ab sofort. Der Trupp stimmt sich jetzt nochmal mit seinen Führungskräften ab. Als nächstes wird vermutlich im Objekt die Brandbekämpfung wieder aufgenommen. Die Menschenrettung ist das, was immer als allererstes vorgeht. In der Regel ist es parallel, das heißt, die Brandbekämpfung wird zeitgleich mit der Menschenrettung aufgenommen. Der Trupp geht jetzt noch einmal vor, bläst mit dem Lüftungsgerät den Rauch aus allen möglichen Abluftöffnungen heraus, sodass die Sicht für ihn und die Arbeitsmöglichkeiten dort drin im Objekt angenehmer werden. Draußen steht ein weiterer Trupp bereit. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die hier rechts an dem Fahrzeug stehen. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass die nur in der Gegend rumstehen und keine Arbeiten machen. Das ist der sogenannte Sicherheitstrupp, der gegebenenfalls erst dann einschreitet, wenn dem vorgehenden Trupp im Objekt irgendetwas passiert, irgendetwas zustößt. Dann erst tritt dieser Trupp in Aktion als Sicherheitstrupp, sodass auch unsere Kräfte bestmöglichst geschützt sind. Über Funk kam gerade die Rückmeldung an die Führungskräfte, dass das Feuer im Innenraum gelöscht wurde und die Maßnahmen jetzt zurückgebaut werden. Das heißt, der Trupp kommt aus der Einsatzstelle heraus, führt seine Schlauchleitung wieder mit, und draußen vor der Einsatzstelle können dann die entsprechenden Aufräumungsarbeiten beginnen. Parallel erfolgt die medizinische Versorgung des Patienten hier noch auf der Trage. Die wird in der Regel dann im Rettungsdienst auch unter Hinzuziehung eines Notarztes fortgesetzt. Und der Patient wird je nach seinem Verletzungsmuster dann einer entsprechenden Klinik oder einem entsprechenden Krankenhaus zugeführt. Alle diese Maßnahmen, die Sie hier vorne auf der Übungsfläche sehen, sei es der Einsatz des Rettungsdienstes oder sei es aber auch die Maßnahmen der Feuerwehr,
können Sie an den verschiedenen Ständen hier auf dem Platz durchführen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, hier vorne auf der linken Seite auf dem Münsterplatz einmal die komplette Schutzkleidung anzuziehen. Sie können die ganzen Handwerkzeuge noch benutzen. Sie können eine Schlauchleitung vornehmen oder einmal probieren, wie es sich anfühlt, eine 80 Kilo schwere Puppe über den Münsterplatz zu ziehen. Und Sie können auch am Stand des Rettungsdienstes, der ist direkt daneben, einmal das komplette medizinische Equipment sich anschauen und die Erste-Hilfemaßnahmen an den entsprechenden Puppen durchführen. So, jetzt schaue ich mal, was der C-Dienst sagt. Der C-Dienst nickt, das bedeutet, die Maßnahmen hier an der Einsatzstelle sind beendet. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Innerhalb des nächsten Jahres einen großen Applaus.